Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Mein Name ist Alison Burger und wir befinden uns ja inzwischen schon zweite Folge von Season 2. Ja, die erste Season hat ja ein bisschen abrupt geendet, nachdem wir gemerkt haben, oh, wir sind ja übelst hart am Verkacken. So, ich muss nur ganz kurz gucken, bevor ich anfange zu labern. Ja, Gebiete habe ich schon mal vergeben, ne? Es müssen nur mal die ersten Spackos hier kommen. Wo ist hier das Problem? Warum haben wir da keinen Strom? Oh, die Gebiete sind sehr viel kleiner, als ich dachte. Da habe ich wohl vorhin ein falsches Gebiet zur Kenntnis genommen. So, das müsste aber jetzt passen, ne? Ja. Ah, guckt mal an, Leute. Guckt mal einer an. Da sind die ersten Einwohner. Aber ich schätze, die wollen gleich auch Strom haben. Machen wir jetzt zack. Und das passt schon. So, bevor wir jetzt mal weitermachen. Oh, shit. Pause. Wir kennen das Problem, ja? Die Herrschaften haben da ganz schnell keinen Bock mehr. Und sind ganz schnell raus auf dem Geschäft. Damit wir das vermeiden können irgendwie, werden wir Wasserleitungen jetzt erstmal hier durchziehen. Nicht genügend Geld. Jo, leck mich doch am Arsch. Ach mal, da gehen wenigstens Geld für noch eine weitere. Nein, haben wir nicht. Oh shit. Na, dann gucken wir mal. Ich schätze, wir werden jetzt ein bisschen ins Minus gehen. Aber ich erhoffe mir, dass wenn wir hier ein paar mehr Gebäude haben, beziehungsweise, was ich glaube ich mal machen muss zwischendurch, Scheiße, wo geht das denn da? Darlehen? Steuern? Nein, ich kann doch kein Darlehen anfordern. Oh shit. Oh shit. Wir sind nur noch minus 475. Ah, das sind ja richtig fette Schulden. Nee, wartet mal, das müssen wir kurz anders machen. Also bis hierhin ist ja schon mal nicht schlecht, aber messen wir auf Pause. So. 11.000 haben wir noch. 11.000. 11.000. So. Das hier ist Pflicht. Da kommen wir nicht drum herum. Das hier auch. Weil hier kommt die Industrie am Ende hin. Und die darf uns, weiß Gott nicht, verdursten. Das wäre katastrophal. Und jetzt machen wir noch was. Ah, okay, das hätte ich auch fast vergessen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. So. Und jetzt gehen wir noch kurz her. Und machen das hier ganz runter. 50% nur. Und jetzt können wir starten. So, das Geld müsste jetzt wieder in den Keller gehen. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen und ein bisschen warten, dass sich hier genug Häuser schnell genug entwickeln. Scheiße, die brauchen Strom. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe kein Money mehr. Ich habe kein Money mehr. Wir müssen neu laden. Oh, ist das jetzt, das ist jetzt schwierig. Ich dachte mir, da haben wir uns gestern eine richtig gute Vorlage gesetzt. Und was merke ich gerade hier? Absoluter Bullshit haben wir gemacht. So, schnell, stopp. Ah, wir können keine weiteren Geldausgaben
tolerieren mehr. So. Und haben wir gesagt, setzen wir hier an. Ziehen ganz durch. Weil nicht rum, kriegst schon alles. So. Dann brauchen wir ganz wichtig Grundwasserversorgung. Die ziehen wir mal einfach hier rüber. Und machen damit den hier. Autsch, das ist schon wieder alles so teuer. Reicht es, wenn ich ihn theoretisch hier mit sich setze? Ja, das reicht, dicke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann machen wir jetzt mal das hier weg. Und das dahin. Und das hier da auch weg und dafür dahin. Industriegebiet hast du. Das ist ja erstmal nur vorübergehend hier Industriegebiet. Ja, wir müssen jetzt irgendwie sorgen, aber die werden auf keinen Fall alle genug haben. Wir müssen jetzt nämlich irgendwie garantieren, dass wir hier Wasser haben. Ich glaube, das müssten wir auf jeden Fall mit Wasser besetzen können, oder? Ja. Das sieht soweit top aus. Würde ich sagen, probieren wir es so erstmal. So, Strom haben wir. Wir haben Gebiete zugeteilt. Ja, dann kann es eigentlich losgehen, wa? Au, ja, guckt euch das an, Leute. Hier geht schon richtig die Party ab. Wir sind auch schon dick im Minus. Also, 600 sind wir schon im Minus. Uiuiui. Also, ich meine, jetzt an den A sind wir schon 900 im Minus. 1000. Guck mal hier, die Minuszahlen, also die linke und die rote und die weiße Zahl, die gehen, sind fast synchron. Ah, die, okay. Ich hatte nichts gesagt. So, hier entstehen jetzt gerade schon die ersten Läden. Und die ersten Industriegebäude entstehen auch schon. Optimal. Für alles Weitere, muss ich nur ganz ehrlich gestehen, wird es dann schon wieder eng, ne? Ich glaube, die Straßen hier hinten, die hätten nicht sein müssen unbedingt. Aber wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es ja jetzt, uns noch aus dem finanziellen Bankrott zu retten. So, da haben wir jetzt natürlich alles schon ausgenutzt, sag ich mal. Wir wollen noch mehr Industrie. Ich glaube, dann gehe ich einfach her. Klatsch das hier noch zu. Ich versuche hier möglichst sparsam zu bleiben. Damit ich später die Möglichkeit noch habe und ich sag mal ein bisschen. Ja. Dass hier die Scheiße nicht. Dass hier die Kacke nicht schon richtig hart am Dampfen ist. So. Hier machen wir mal hin. Haben wir da Abwasserprobleme? Nee. Huh. Und wir sind im Plus. Perfekt. Das haben wir auch schon vergessen. Ich glaube, da haben wir. Scheiße. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Mann! Oh, Gott sei Dank. Wir produzieren aber nicht genug Strom. Nicht knauserig sein, zweites Kraftwerk nebendran klatschen. Wir sind im Plus und haben gerade eine Menge Geld bekommen. Das ist geil. Das freut mich. Denn dann sind wir jetzt in der Lage und können das Wasserrohr
weiter verlegen. Und damit hier die Kacke erst gar nicht erst richtig anfängt. Platziere ich den Shit einfach mal da hin. So, weg da. Guck mal hier, da fing der Boden schon an grau zu werden. Skandal. So, weg mit euch Übeltätern. Ich will euch hier nicht haben. So, hier gehen wir dann natürlich noch her. Und ziehen einmal fett was nach oben. Die ziehen wir mal nach ganz oben, denn umso eher wie ich sag mal die Grundlagenversicherung haben. Darunter zählt halt auch Wasser. Desto, ich sag mal, weniger werden wir Probleme letztendlich haben hier, wenn es dann darum geht. Ah, komm, da können wir einfach mal rübergehen. Will ich mal nicht so knauserig sein. Na, und Zuleitung? Geht doch. So. Ort ist bereits belegt. Machen wir die beiden Helden nochmal gerade weg. Ziehen bis zum Anschlag durch. Und setzen hier noch eine Brücke hin. So. Perfekt. Sie wollen die Herrschaften Industrie haben. Hier, ihr habt... Was ist das hier? Ach, da fangen sie an. Ich habe mich schon gerade gefragt. Hä? Ein unsichtbares Gebäude oder was? So, hier kommt am Ende ja sowieso mein Kreisel hin. Ach ja, was ich übrigens noch ganz vergessen habe. Ich wollte schon gerade wieder meckern. Wann gibt es denn die nächsten Einwohner? Mit 800. Perfekt. Können wir schon... Ja, Steuern können wir auch schon festlegen. Top. Immer wieder mal unseren allgegenwärtigen 11%. Die haben ja beim letzten Mal, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass es an den Steuern lag. Oh, was ist das denn hier? 3 von 3 Haushalte. Darin sollen 6 Erwachsene wohnen. Kann mir keiner erzählen. Da drin vielleicht. Obwohl, nee, das ist auch schon viel zu eng. Hier? Nee. Ist eigentlich schon zu eng, wa? Naja, ist ja nicht mal... Oh, wir wollen expandieren. Das finde ich gut. Dann machen wir jetzt einfach noch da was hin. Und da was hin. Und die Leute wollen, dass die Kacke abgeholt wird. Finde ich gerecht. Dann setzen wir da nämlich eine Mülldeponie mal hin. So, damit die Leute gesund bleiben, können wir leider nicht mehr machen. Bildung wird auch gerade schwierig. Wir haben zu 100% ungebildete Menschen bei mir in meiner Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Stadt ist zu dumm zum Kacken. Aber das ist jetzt mal unwichtig. Oh, shit. Feuerwache, Polizeiwache gibt es. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Ah. Budget, komm. Schraub das Budget für den Strom mal ganz nach oben. Er will immer noch nicht. Oh, shit. Oh, shit. Strom, wir erzeugen 25 Megawatt und brauchen 15. Oh, shit. Was haben wir hier? Nicht genügend Arbeit her. Ich glaube, ich darf denen erstmal keine weiteren Arbeitsplätze geben hier. Beziehungsweise kein weiteres Gebiet zur Verfügung. Denn ich glaube, das macht erstmal Sinn, wenn ich hier die Arbeitsplätze fülle, oder? Überall nicht genug Arbeiter. Bewerbt euch mal hier, Menschen. Faulen Säcke. Lappen. Wow, wir haben Geld. Ja, ohne Ende sehe ich gerade. Das finde ich aber nicht so geil. So, dann fangen wir jetzt hier mal am besten ein bisschen mittig. Einfach mal an, da hinzuklatschen.
Ach stimmt, und wir haben ja auch hier ein Einbahnstraßensystem, ne? Oh, geil, habe ich schon fast vergessen. Hier wollen noch mehr Leute hin. Leck mich am Sack, Alter. Nehmen wir das Gebiet jetzt dazu noch. So, jetzt gucken wir nochmal. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben 0 verfügbare Arbeitsstellen. Und hier immer noch 3 verfügbare. Noch 5 verfügbare, ja. Also wir sind noch nicht ganz ausgelastet. Da geht noch was. Da will ich noch ein bisschen was sehen. 7000 Money haben wir wieder. Oh, aber eine Schule ist... Schule wäre mir, glaube ich, lieber, ne? Kostet mich 10.000. Aber das können wir uns gerade noch so leisten. Oh, hier mal Feuerchen. Aber wir haben ja eine Feuerwache hier, ne? Ja, aber kein Thema. Brand wurde gelöscht. Brand wurde gelöscht, kein Thema. Wo ist meine Feuerwehr wieder hin? Wahrscheinlich hier drin im Gebäude, wa? Oh Gott, wir wollen schon wieder so viel mehr haben, einfach nur. Finde ich Hammer. So, hier haben wir inzwischen kaum noch verfügbare Arbeitsplätze. Dann gehen wir mal her. Machen hier noch was hin. Aber dann müssen wir ja auch gleichzeitig das Gebiet hier in Betrieb nehmen. Und ich hätte mal gern das hier. Wieso kann hier ein Feuer... Ach, da ist ein Feuer, ne? Ja, Feuerwehr ist schon da. Keine Sorge, Kollege. Wir sind mit 3 Wagen da. Herzlichen Glückwunsch. 1300 Einwohner. Ist ja geil. Ne. Ah ja, hier, ne? Kollege Turnschuh. Fährt schon gleich weiter. So, hier. Kollege Schnied ist am Löschen. Gebäude brennt. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das... Oh, shit. Oh, shit. Moment. Was ist hier los? Die Kacke will nicht. Die Kacke kriegt aus irgendeinem Grund... Was? Wir produzieren schon wieder so wenig Strom. Ah, wir können mal hier ein... Die Mittelstraße... Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe die hier eigentlich schon zugepflastert gerade. Ah, die können wir mal so lassen, ne? Aber dann klatschen wir mal hier. So ein Teil hin. So einen fetten Öschi. Und damit wir hier mal langsam, ich sag mal, garantieren können, was wir hier machen, klatschen wir so einen Bumster noch dran. So, jetzt wollen wir mal langsam weiter hier. Ja, was ist denn das Problem? Da. Wir gehen gar nicht bis hier rein. So, ernst? Ja, ist wohl so, wa? Was mit dem Gebäude? Sieht sehr niedergebrannt aus, wa? Das sieht echt am Arsch aus. Macht aber nix. Macht nix. Aber genau, wir haben ja gesagt, wir bauen eine Schule. Und die können wir jetzt mal ein bisschen mittig hier hinsetzen. Boots. Wie sieht es eigentlich mit unserer Kriminalitätsrate aus? 21%ige Kriminalitätsrate. Warum? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Ja. Das tut mir furchtbar leid, meine Leute, die da wohnen. Ich werde mir auch größte Mühe geben, das Problem einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen.
So, wir